Dein Selbstbewusstsein stärkst du, indem du liebevoll mit dir selber sprichst, indem du gut zu dir bist und indem du dich selber wertschätzt. So wie du mit dir selber umgehst, so werden später die Beziehungen, in denen du landest, die anderen mit dir umgehen. Wie kannst du in einer gesunden Beziehung landen, wenn du selber toxisch mit dir umgehst? Deswegen gibt es so viele toxische Beziehungen. Sie sind immer ein Spiegel für dein Unterbewusstsein. Und wenn du das heilen möchtest, fang an, liebevoller zu dir selber zu sein. Und wie schaffst du es jetzt, dich immer mehr zu lieben? Indem du gut mit dir sprichst. Ich selber zum Beispiel benutze seit Jahren Affirmationen wie: Ich wertschätze und liebe mich so, wie ich bin. Mit jedem Tag liebe ich mich immer mehr und mehr. Mit jedem Tag geht es mir in jeder Hinsicht immer besser und besser. Ich feiere und liebe mich. Ich sage das jedes Mal. Ich habe das eine Zeit lang nicht fühlen können, weil ich dachte, nein, du bist nicht gut genug, du bist falsch, du bist fehlerhaft, du bist nicht so gut, wie du nach außen gibst, du hast Fehler. Aber irgendwann fing mein Unterbewusstsein an, das zu glauben, diese guten Sätze. Und immer wenn ich Fehler mache, sage ich mir selber, Samar, du bist so süß. Komm, mach's nochmal. Alles gut, du darfst Fehler machen. Immer wenn wir Fehler machen, gerade dann sollten wir uns lieben, umarmen und wertschätzen. Gerade dann.